Wenn du vor 2006 in der Grundschule warst, hast du bestimmt die folgenden Planeten unseres Sonnensystems kennengelernt. Merkur, Venus, Erde, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, auf Englisch auch Uranus ausgesprochen, lol, und schließlich Neptun und Pluto. Tja, wenn du jetzt in der Grundschule bist, fragst du dich vielleicht, es waren mal 9 Planeten? Bevor du wieder Fortnite zocken gehst oder was Kinder heutzutage sonst so tun. Was ist mit Pluto geschehen? Es ist ja nicht so, als wäre er verschwunden. Er ist immer noch da, am Rande des Sonnensystems, so kalt und fern wie eh und je. Was hat sich also geändert? Pluto jedenfalls nicht, aber unser Verständnis für ihn. Wir wissen heute viel mehr über den Weltraum als noch vor 100 Jahren. Pluto wurde erst 1930 entdeckt. Es ist also nicht so, als wäre die Aufzählung der Planeten nicht schon mal geändert worden. Trotzdem ändert das nichts daran, dass seine Degradierung als Planet einen schalen Beigeschmack hat. Wer hätte je gedacht, dass sowas überhaupt passieren könnte? Was denkst du? Sollte Pluto ein Planet sein oder hat alles seine Richtigkeit mit seiner Herabstufung? Schreib's unten in die Comments rein, was du denkst. Die Sache klärt sich vielleicht, wenn wir erstmal herausfinden, was das Wort Planet überhaupt bedeutet. Die genaue Definition hat sich mit der Zeit nämlich verändert. Aber seit der Zeit Galileos bis ins 19. Jahrhundert definierte es ein Objekt, das um die Sonne kreist. Das mag eine etwas vage Umschreibung sein, ja, funktionierte bis 1801 aber problemlos. In diesem Jahr entdeckten Astronomen Ceres, einen Planeten, der die Sonne auf halbem Wege zwischen Mars und Jupiter umkreiste. Dir fällt vielleicht auf, dass sich dort der Asteroidengürtel befindet, aber sicher nicht, weil Ceres Aldebaran angezogen hat und in 1000 Teile zerborsten ist. Wäre das wahr, würden die Kinder im Unterricht bestimmt besser aufpassen. Zumindest stellten die Astronomen sofort fest, dass Ceres mit nur dem halben Durchmesser unseres Mondes recht klein war. Im Jahr nach Ceres' Entdeckung wurde die Gemeinschaft der Astronomen durch die Entdeckung eines weiteren Planeten namens Pallas in Staunen versetzt. Ein paar Jahre später fanden sie noch einen und noch einen und noch einen. Ich denke, du weißt, worauf das hinausläuft. 4 neue Planeten sind eine Sache. Naja, 4 Sachen, aber du verstehst, was ich meine. Wenn es Tausende werden, wird es möglicherweise Zeit, die Definition zu überarbeiten. Die Astronomen stellten fest, dass die Gesteinsbrocken sich untereinander mehr ähnelten, als sie den anderen Planeten ähnelten. Sie waren winzig, karg und die meisten waren nicht mal rund. Diese kleinen Objekte wurden als die Asteroiden im Asteroidengürtel bekannt und die Welt brauchte wieder nur 7 Planetenpauken. Merkur, Venus, Erde, Mars, Jupiter, Saturn und Uranus. Neptun wurde 1846 die Nummer 8 und Pluto stieß 84 Jahre später dazu. Retrospektiv könnte man also meinen, dass Pluto dasselbe Schicksal wie dem vor langer Zeit verlorenen Bruder Ceres ereilen sollte. Na, du weißt, wie das mit der späten Einsicht ist und heute wissen wir Dinge über den Pluto, die wir im frühen 20. Jahrhundert eben nicht wussten. Während wir nämlich heute wissen, dass Pluto nur eine winzige Kugel aus Gestein und Eis ist, sprachen ihm erste Messungen eine Größe von Uranus oder Neptun zu. Ein Jahr nach seiner Entdeckung wurde seine Größe auf die der Erde korrigiert. 1948 schrumpfte er wieder. Er wurde immer kleiner, bis schließlich 2006 eine korrekte Messung vorgenommen werden konnte. Wir wissen, dass Pluto nur ein 459stel der Erde groß ist. Damit ist er kleiner als der Mond und nur etwa doppelt so groß wie der ehemalige Planet Ceres. Plutos Planetenstatus war allerdings schon vorher in Gefahr. 1978 entdeckten Astronomen Plutos Mond Charon. Das mag zunächst als starker Beweis gelten, dass Pluto doch ein Planet ist, wenn er doch sogar schon so groß ist, dass er einen eigenen Mond hat, oder? Naja, nicht ganz. Charon ist vielleicht kleiner als Pluto, aber nicht sehr viel. Ein halb so großer Durchmesser mag dir wie ein großer Unterschied erscheinen, ist es aber im Vergleich zu anderen Planeten und ihren Monden nicht wirklich. Tatsächlich haben die beiden eine so ähnliche Masse, dass Charon Plutos Umlaufbahn um die Sonne spürbar beeinflusst und Pluto bei seiner Reise durchs All ins Wanken bringt. Und das ist ein sehr unplanetenhaftes Verhalten. Daher befinden mehrere Astronomen, dass Pluto den Status eines Planeten nicht verdient hat. Und sie zweifeln es immer stärker an, je mehr Pluto-ähnliche Objekte außerhalb von Neptuns Orbit entdeckt werden. Allerdings war Pluto zu diesem Zeitpunkt seit Jahrzehnten in der Liste der Planeten zu finden und nicht jeder war bereit, ihn einfach so aufzugeben. All das änderte sich, als 2005 Eris entdeckt wurde. Eris ist etwas kleiner als Pluto. Anfängliche Messungen lassen jedoch vermuten, dass Eris schwerer ist.
Das war wieder ein Punktverlust für Pluto, sodass die Internationale Astronomische Union 2006 beschloss, dass die Definition eines Planeten erneut überarbeitet werden müsse. Von da an war ein Objekt nur ein Planet, wenn es die folgenden drei Qualifikationen erfüllte. Erstens muss es die Sonne umkreisen. Zweitens muss das Objekt rund oder nahezu rund sein. Pluto erfüllte diese beiden Anforderungen, hat aber mit der dritten Voraussetzung Probleme gekriegt. Sie besagt, dass ein Planet seine Umgebung geräumt haben muss. Geräumt heißt, dass sich keine weiteren Himmelskörper außer seiner Trabanten in unmittelbarer Nähe befinden. Und da versagt Pluto und kann kein Häkchen machen. Im Baseball mag ein Fehler tragbar sein, aber es bricht dir das Genick, wenn du gern im Club der Planeten bleiben möchtest. Tja, nicht jeder war erfreut zu erfahren, dass Pluto rausgeflogen ist. Es ist schwer, kein Mitleid für den kleinen Kerl zu empfinden und auch heute gibt es ein paar Wissenschaftler, die mit der neuen Regel der IAU nicht einverstanden sind und Pluto wieder als Planeten bezeichnen wollen. Sie schlagen vor, die erste und dritte Voraussetzung wieder zu streichen. Unter dieser Definition würde jedes Objekt mit ausreichend Masse, um eine runde oder fast runde Form aufrechtzuerhalten, als Planet durchgehen. Während so Pluto wieder in den erlauchten Club eintreten würde, würden dann aber auch unser Mond sowie die Monde von Jupiter, Saturn und Neptun dazugehören. Ganz zu schweigen von Ceres, Charon und unzählige andere Asteroiden und andere Objekte. Statt überschaubarer 9 Planeten gäbe es dann 115. Die aktuelle Definition ist sicher nicht perfekt. Einige Astronomen betonen, dass sie abtrünnige Planeten, die keinen Stern umkreisen, ausschließt. Manche denken, dass sie zu viel Gewicht auf das umrundete Objekt statt den Planeten selbst legt. Um Ethan Siegel von Medium.com zu zitieren: Merkur würde mit seinem Abstand zum Jupiter niemals seinen Orbit räumen können und somit ebenfalls den Planetenstatus verlieren. Eine Welt, die viel kleiner als der Merkur ist und um einen roten Zwergstern kreiste, könnte ein Planet sein, während nicht mal die Erde als Planet gelte, würde sie sich irgendwo in der Oortschen Wolke befinden. Was machst du andererseits mit Sternen wie Proxima Centauri, dem roten Zwergstern, der den größeren und helleren Alpha Centauri A und B umkreist? Ist er ein Planet? Er erfüllt alle Anforderungen, obwohl er zweifellos ein Stern ist. Kann er zugleich ein Stern und ein Planet sein? Der gesunde Menschenverstand sagt nö, aber auf solche Probleme stößt man eben, wenn man versucht, den Begriff Planet zu definieren. All das kündigt an, dass es mal wieder an der Zeit wäre, zu überdenken, wie wir Planeten definieren. Jedenfalls scheint es keine gute Lösung zu sein, die Anzahl mal eben um den Faktor 14 zu erhöhen. Auf welche Definition auch immer sich die Wissenschaftler einigen werden, Pluto wird vermutlich nicht auf der Liste landen. Oh, und wir haben noch gar nicht drüber gesprochen, wie Pluto nach diesem Disney-Charakter benannt wurde. Achso, wurde er gar nicht? Egal. Hey, hast du etwas Neues gelernt? Dann gib dem Video gern ein Like und teil's mit deinen Freunden. Und verpass nicht unsere anderen spannenden Videos. Such dir schnell noch eins aus, links oder rechts klicken und bleib bei uns auf der Sonnenseite des Lebens. Wir sehen uns da.